Hallo und herzlich willkommen hier. Zweite Folge hier auf der Marsch. Ja, weiter geht's mit der Arbeit. Mission 56, sehe ich da. Ne? Immer das passt. Ja, mal durchschalten. Wobei ich nicht ganz sicher bin, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin. Ne? Aber irgendwie geht das schon. Ich muss mal ein bisschen reinfinden. Wieso ist es leer? Da wollte ich mal. Und gut, das funktioniert, glaube ich. Hoffe ich jedenfalls. Hier wollte ich striegeln, sobald er mit Walzen fertig ist. Und das ist wichtig, dass man ungefähr im Kopf behalten. Das haben wir als leer gemacht. Kalken. Und Kalk holen. Achso, von dem neuen Punkt. Muss ja sein, ne? Aber ich muss mit vielen Sachen mal heute mal reinfinden. Das ist echt jetzt schwierig. Zwei Missionen laufen. Erbsen und Carbonen. Hier ist kein Abfahrer, etwa niemand kommt. Ja, mal gucken hier im Hof. Ob hier bei der Bega was ich machen muss, weiß nicht. Wir haben ja noch August, Tag 2. Silage 20.000. Mist. Also Silage können wir auf jeden Fall reinfahren. Silage 80.000. Hier kann es so. Mist können wir auch noch reinfahren. Gras-Silage, ich meine, hat man nicht davon was zu sehen. Hier könnte man auch Gras oder Gras überdenken. Aber erstmal Silage. Erstmal reinfinden. Eins mal Ladung. Mit zwei ist ja schon mal ein bisschen einfacher und ein bisschen entspannter. Dadurch ist immer genug da. Was ich nicht verstehe, die aktuell diese Forke geht in Thüringen nicht. Erscheint da gar nicht erst. Ich weiß es nicht. Obwohl ich die von hier schon mal genommen habe und da rübergeschoben habe. Trotzdem geht es doch nicht. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Da haben wir noch eine andere Lösung gefunden. Mit einem anderen Radlader. Und auch mit Coursplay. Das abwechselt mal der eine fährt und der andere mit Coursplay. Dann sind beide Bunker bedient. Und ja, geht halt automatisch, ne? Ja, die beiden Missionen sich um gerade. Das läuft. Ohne Ersten. Ja. Da steht noch eine Seemaschine bei der Tankstelle. Ach, da wollte automatisch tanken fahren. Wurde sich festgefahren. Wo hat der die Arbeit gemacht? Eine Frage, ne? Wo hat der gearbeitet? Mit der Aussaat. 42. Raps. Das kann sein. Wo die Socken hier sind, war.
Ja. Ja, Farmcom ist ja jetzt offiziell 6.7. glaube ich, Juli, am Wochenende. Also von mir etwas ungefähr 500 Kilometer entfernt. Samstag überlege ich mir das schon. Für einen Samstag aber nur. Sonntag würde ich da nicht mehr hinfahren. Wird da jetzt nicht eine Nacht schlafen und lieber abends lange durchziehen und dann nach Hause fahren. Ich bin ja im Großen und Ganzen die weiten Strecken gewohnt. Nicht so dramatisch. So. Hier hat es nicht geklappt mit tanken. Getankt hat er schon, aber nicht umgefahren, ne? Den Langgeschoss. Bleib nicht nur stehen, geh auch zurück, Junge. So. Muss ich gucken. Hier steht drin Hof. Oh. Wo ist der Kurs? Da steht Hof. Oder war 42 fertig? Das erste Mal, wo ich da nicht Bescheid weiß. 37. 40. 42 ist fertig. Da war Gras. Gras. Sieht auch fertig aus. Gras. Mais, glaube ich, oder Sonnenblumen. Gras. Also Aussaat ist, glaube ich, erledigt. Erstmal. Aber nach Hause. Hier was für ein Hof. Aber Zielpunkt. Der hätte auch na gut Sprit im Hof holen können, ne? Aber da er schon gewalzt wird, ist das natürlich erledigt, ne? Mit der Aussaat. Aber wir müssen Langeweile. Anführungszeichen. Beziehungsweise. Hier war. Erst drinne und kommt jetzt Dings rein. Weizen, aber erst im nächsten Monat. Da würde ich mich stehen lassen. Das macht jetzt keinen Sinn. Hier ist ja alles schön gekalkt. Und. Okay, hier ist Raps, ein Rest. So, und hier ist pH-Wert jetzt optimal. Stickstoff, naja, es geht. Ich habe hier Dings reingebracht. Ich muss es noch einstellen. Vergesse. Ölrettich wäre eine gute Lösung, ne? Zwischendurch. Hopfen, Weißkohl. Trocken. Also Linsen kommen nicht gegen an. Vermehrungsgras, Weizen. Aber Weizen geht erst laut Liste. Weizen. September. Das ist halt so, ne? Außerhalb gehen nur. Pappel ist ja Quatsch, Gras, Ölrettich. Trocken, auch im September. Haben wir volles Programm. Kann warten. Da ist nichts mehr zum Holchen. Ne, Holz erstmal nicht, ne? Na, Mu.
Ja, normalerweise werden Bullen und Kühe getrennt voneinander gehalten. Bestenfalls. Naja, das macht heute keiner mehr mit Besamung, mit Bullen. Das lassen die machen mit vom Tierarzt oder Besamer, ne? So, was haben wir dann? Mineralfutter 45, rein und wieder aus. Gülle. Das Walzen dauert eine Weile. So, Umkarten muss Striegel genommen werden, dann passt das. Aber wir kriegen nicht viel rein, ne? Obwohl wir auf optimalen, ja, alles perfekt haben, bis auf Striegeln. Wir kriegen nur 80%, ne? Also 84% ist das Beste, ne? Was sind hier für ein scheiß Bohnen? Ah, Steine. Hier ein bisschen besser. Hier ist der pH-Wert anders. Naja, gut, okay. Ist halt so. Na, wo sind denn die Jungs hier unterwegs, ne? Ja, wenn das fertig ist, dann können wir die... Oh, Tempo kann ein bisschen erhöhen, ne? Wir haben ein bisschen Mist reinfahren, ne? Wir könnten Stroh, ja, aufräumen, ne? Da habe ich ja keinen Platz gehabt. Oder? Jetzt habe ich Lager ja da, ne? Könnte man theoretisch, ja, abfahren, ne? Sind nicht dran, ne? Ja, Farm kommen. Also ich denke drüber nach, ne? Also ich werde das ja kein Ticket mehr kaufen. So, eigentlich ist das auch nicht. Ist ja auch ein langer Tag, ne? Wo im Grunde man, naja, man weiß man nicht, wo beschäftigt ist, ne? Also Maisaktion frühestens im Oktober. September wollen wir noch die Aussaat durchführen. Wenn wir gleich mal den Radlader wegfahren. Das hier Silage, Grassilage, die nassiliert ist. Ich glaube schon. Wir haben noch Grassilage bei der anderen BGA zu liegen. Große Mengen an Ballen. Fahren. Und voll, ne? Da geht kein Berg rauf, ne? Das ist leider nicht vorgesehen. Wenn echt schon. Ob immer Radsand ist, ist die andere Frage. Könnte sein, dass die Technik dann nicht schieben kann, ne? Weil zu schwer ist. So, den Rest kippen wir bei Dings ab. Beim... Ah, jetzt fällt mir noch nicht ein. Hier, beim Dünger herstellen.
So, weg ist das Reh. Luzerne denkt man im September, da wird doch eine ganz heiße Aktion. Mähen, fressen, wegfahren und umflügen und dann nachher gleich mal Rocken aussehen. Ne? Meint mich auch flügen, guppern, keine Ahnung. Ja. Mal kurz überlegen. Ich muss noch ein bisschen Konzept finden heute hier, wenn es weitergeht. Ich meine, fürs Spiel ist es im Großen und Ganzen gut, dass das länger läuft, weil so kann man die Mods gut ausreizen. Aber für den Kanal ist das besser, wenn man Neues ist, ne? Und ich, ja, ich überlege, was ich für Weihnachten Neujahr noch machen werde. Ein paar extra Aufnahmen und was anderen Sachen, wo man dann sagen kann, das ist ein Projekt, wo ein Ende abzusehen ist, ne? Also außerhalb des LS. Also LS-Projekte haben wir jetzt bestimmt 3 Stück, also mehr als genug, ne? Da. So. Vielleicht gibt es da mal Interesse für andere Karten, aber wie gesagt, irgendwo. Aber Crossing, wenn alles klappt, wird wieder ein Multiplayer-Projekt. Also richtig Multiplayer und Multiplayer, also 2 haben sich schon. Also ein Arbeitskollege hat mir persönlich gesagt, dass er einsteigen möchte, aber ab Januar. Mal gucken, wie es klappt. Klar, wenn jetzt das Schicksal sagt, das geht nicht, aufgrund der Technik oder so. Kann ja alles sein. Was ist denn da? Ist da irgendwie. Was hier alles noch reingeht. Ich meine, Gäres war glaube ich kein Platz mehr groß, ne? Hülle. Ja. Wartung, ja. Gäres ist sehr voll. Kompass. Das läuft. Was ich machen könnte, wäre noch Wasser, ne? Für Flüssigdünger, ne? Aber Flüssigdünger machen wir so nicht. Das ist aber im Grunde nur bei Getreide so interessant, wenn es so wie in echt ist, dass man praktisch bevor überhaupt ja letzte Wachstumsstufe durchgeht, also Wachstumsstufe, also das Ende praktisch die Ausbildung der Ähre, dass man auch das Farnblatt, das größte von der Pflanze, ein bisschen Dünger aufsprüht, um direkt Dünger zu geben, ne? Aber mehr auch nicht. Das ist zwar hier im Prinzip völlig nebensächlich, also brauchen wir es nicht machen. Das wirkt sich hier nicht aus, ne? So, haben wir erstmal Mist verteilt. Zumal weniger hart und genug. Ja, gute Frage. Bin jetzt völlig baff. Ich könnte aber Mist mit LKW zum Komposter bringen. Komposter müsste aber reingehen. Aber LKW habe ich jetzt einen hier? Sehe jetzt mal keinen. Ich kann aber auch den großen Anhänger nehmen mit 80.000. Diesel haben so viel ja nicht. Leider. Müssen warten, bis die Sonnenblumen so alt sind, das Sache verstärken. Mit dem richtigen Erdöl, naja. Das ist. Ja. Dafür das Geld für, ne? Mal
Die Seemaschine ist auch noch da. Mal gucken, ob wir es aktivieren können. Ne? Da wir jetzt diese mit aufladen können, ja, das ist eigentlich gut, kurz gut funktionieren mit der kleineren. Ne? Mal schauen, wenn es soweit ist. Dünger war nicht viel vorhanden. Müsst ihr mal gucken. Im September die Schweine wieder soweit sind. Zumindest die Sauen zum Schlachthof, ne? Das wäre immer interessant. Kühe eher unwahrscheinlich. Wir kriegen erstmal Kälber. Müsste jetzt September bald soweit sein. Ferkel. Sau 37. Das sind die Tiere, die jetzt. Ja, jetzt haben wir. Zum Winter. Und Ferkel, das ist ja gerade. Oh, die sind frisch geboren. Die sind frisch geboren. Oh, da haben wir genug da. Gülle ist nicht der Rede wert. Die sind jetzt, ja, fünf, die werden jetzt demnächst ja, sauen, ne? Männlich Eber werden es halt, ne? Ferkel weiblich, das ist null. Das ist ein altes Tier, das ist die Muttertier. Ebenfalls 16 Tiere drin gehabt. Warum die beiden jetzt getrennt sind, weiß ich auch nicht. Und das ist hier das gleiche Ferkel, Zammelte, Läufer 5. Also hier ist noch lange nicht so weit. Mal gucken, was hier passiert ist. Müsste eine Muttersau sein. 2. Eber. Es lohnt sich noch nicht preislich. Ferkel, das dauert noch eine Weile. Sau. Muttertier würde ich meinen. Insgesamt waren 16 Tiere. Hier sind 6. Genau. Bei Hühner, das dauert noch eine Weile. Das ist der eine Stall. Das sind noch 16 Hühner mit 4 Euro und der Rest. Dann geht es auch voll mit Eier los. Ne? Wenn 1600 Eier schicken und die kommen ja dann später. Und hier haben wir nur männlich. Alter 0, 2. Ja. Die gehen dann zum Schlachthof, ne? Da reproduziert sich nichts, ne? Da gibt es keine Eier, ne? So. Und bei der Produktion, die Lade, ja, da geht nichts raus. Das ist das dauert halt ein bisschen. Ja, und hier mal gucken. Was haben schon Geld? Oh, 9000. Bin reich. Nur Bares ist Wahres, ne? Also kommt was aus Gras, aus Mist, Mist. Ah, geht, oder geht was rein, da kann man ein bisschen fahren. Ne? Nur Bares, das war, das haben wir vorne Gewicht dran, ne? Jups. Oh, die Birke muss leiden. Muss der Baumdoktor kommen. Ah, kommt die Kettensäge. Birken wachsen wie, also. Ja, ahnt ja gar nicht, wie schnell eine Birke wächst. Wenn das gut nass ist, gut bewässert ist. Das wächst wie Unkraut. In 10, 20 Jahren ist da so ein großer Baum. Aber zu Hause, wenn gepflanzt zu Hause, hab Birken, bis die so groß waren. Meine Mutter Angst bekommen hatte, dass sie umfallen könnten bei Sturm auf der Hauptstraße. Und dann wurden die gefällt. Und
Von der Größe her noch, ja, kalkulierbar, ne? Ist ja so, ne? Wenn das, ups, wenn er das zu groß werden, zu hoch werden, der Wind ungünstig kommt, dann sieht das schlecht aus, dann geht das in eine andere Richtung. Eine lange Seilwinde wäre eine Option, ne? Wo man dann anziehen könnte, was in einer bestimmten Richtung nicht fallen kann, ne? Aber ja, viel Arbeit gibt es erst im September wieder, ne? Na ja, gut, ich möchte die Mission. Die sieht ganz gut aus von der. Ist ja 16.31 Uhr, das ist. Ja. Krankenläufer auch. Ja, hier hätten wir auch Mist verkaufen können, aber das macht ja auch keinen Sinn, ne? Den guten Mist. Ja, BGH, in die eigene geht nichts mehr rein. Hab ich ganz kurz überlegt. Ja, woanders fahren können, ne? Wird blockiert. Ah, oh, das kann einer der ersten Fahrzeuge sein. Oh, 80 Tonnen, naja, heftig. Aber auf drei Achsen, ne? Ein bisschen auf der Achse vom Traktor, dann geht er schon. Oh, ich sehe gerade die Zeit. Die Zeit ist unglaublich. Apropos, vor Weihnachten. Müsste ja der erste Feiertag sein, ne? Hm, ja. Also bis zum Fluss auch, dann kann man so bekommen. Ist das schon dankbar, dass ich reinschauen. Ciao. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.